Welcome back to the Skits and Giggles podcast. I am Pascal, chief instigator of this show and your host. I am joined by my co-host and the resident engineer, the yin to my yang, the teeter to my totter, Bryson. How's it going today, buddy? Hi, Pascal. I'm good, thanks. How about you? Yeah, not bad. Today, we are celebrating a small premiere of sorts, as this episode marks the first time we have not only one, but two guests on the show. We've actually been talking quite a bit about pump tracks in our episode with Lucy the other day, and we thought it fitting to have the perspective of an actual pump track project on the show. So yesterday, I had a conversation with Debbie and Philip Gilgan, one of the driving forces behind Pump Track Mutants, and good friends of mine from way back. Naturally, we recorded the conversation in Swiss German, because anything else would have probably been a bit weird. Bryson and I will now discuss the main takeaways of the conversation and provide our own perspectives, so that the English-speaking listener also gets the overall picture of the conversation. If you do understand Swiss German, you can then just listen to the one-on-one with the Gilgans to get the full picture. But before we jump into the conversation, let's just do our usual spiel and do our sing and dance with the social and where you guys can find more information about the Skits and Giggles podcast. We are currently most active on Instagram, where you can skid right into our DMs and follow along at Skits and Giggles. And you can find our website with all the relevant links and info under the URL skitsandgiggles.com. So Pascal, what is a pump track? I guess for those who are listening who don't know, I would say it's a circuit of rollers and curves, banked curves, and you use your body's motion, such as pumping your legs and your arms on your bike or your scooter or even on your skateboard, to propel yourself around the track. And basically you just keep doing loops. And I notice a lot of pump tracks have either like a special figure, like in a kind of elongated triangle, maybe a circuit eight, or they'll have additional features like a bowl. This particular pump track is built in a small village just outside of Basel. And when we talk about villages, one thing comes to mind, and it's this old saying, it takes a village to raise a child. But would you say that it also takes a village to raise a pump track? Yeah, that's actually a very good question. And I think also like one of the takeaways from their project is on the one hand, yes, it's obviously great to have the support of the local village. But in their case, they've also done a crowdfunding alongside the overall project to, you know, of course, finance the building of the pump track. And what was interesting to hear from them is that most of the funds that were contributed to the project were actually coming outside from outside of the village where the pump track was built. So yeah, I mean, we can say it takes a village to raise a child, but it takes a little bit more than a village to build a pump track. What kind of support was provided from within the village? The original founders of the project, if you will, is basically a group of friends that thought, you know, we want to build a pump track in the village, and from the beginning they sought the guidance and the buy-in from the local council. I think what helped them in their project was that the council was very clear from the beginning that they will not be able to support them financially, but they were very happy to help them with finding the right spot where to build the pump track, which is of course very important to make it successful. And later on, they also helped them kind of negotiate with the different stakeholders around the pump track to make sure that everyone's on board and everyone is happy with where the pump track is and how it's being built. I've seen quite a few pump tracks being built around the world, and specifically in Switzerland as well. It's actually a miraculous amount that have been going up over the past few years. One thing actually I never took into consideration was
where you would build it. Like, I would just think, yeah, well, build it near my house so I can use it. But that might not be so favorable. We have a good piece of info or evidence from our own village here where we live. And we had a tryout with a pump track last summer, and they put up one of the mobile pump tracks. So there's basically a modular system of elements that you can put together to build the shape of a pump track in, you know, all different arrangements with little jumps and turns and things like that. But the problem was that they put that pump track up right in the middle of the village, right in the middle of a residential area. And there's obviously a number of things that are problematic here. And that's on the one hand, pump track is very popular with kids. It's very popular with young adults. Of course, they want to use it all the time. The older kids, they are allowed to stay out longer. Therefore, they use the pump track for longer. And of course, because it was the summer, then, you know, the pump track was in use pretty much all day and a good chunk of the night, and led to quite a few complaints in terms of the noise level. The other thing also with the modular pump track is that they're quite a bit louder than a permanent one. And of course, with the permanent one, you have different intervention possibilities with, let's say with a tarmac, or if it's a dirt pump track, then it's obviously also a little bit less noise than if you have different modules that, clank against each other, and you have, let's say, skateboards or scooters going over the different links between the different modules. And that, of course, leads to even more noise. So how did Pump Track Buttons face this challenge? As I said, I mean, their main benefit was that the council helped them early on and identified an area that was a little bit outside. It's not outside of the village, but kind of outside of a residential area. And the good thing about that area is that I know it very well from my personal experience, because I spent an awful lot of time at that swimming pool in my younger days, is that there is already quite a bit of sports infrastructure around that pump track. So there's also beach volleyball fields. And as I said, there's a big swimming pool there. It's also relatively close to the forest. So as I said, it's in the village, but it's kind of on the edge of a residential area. And that, of course, helps, especially towards the evening when, kids are having a good time. They're obviously playing and are not necessarily too concerned about being quiet. So when was this pump track built? It actually just finished last fall in September, I believe. And of course, I mean, that, if you think about last year, that, that's of course something we go into. They were launching the project right as the lockdown here in Switzerland started. They did the crowdfunding as people were kind of locked up at home. Built it throughout the summer, and then as the second wave rolled on, that's when they started opening up the pump track. So it's kind of it was a bit challenging in the terms of the backdrop with the global pandemic. However, there were also some very good elements from, let's say, the pandemic and all the different restrictions that went along with it. I think, and that's something we've already heard and discussed in other conversations, is that as the first lockdown wore on, that people started realizing, the positive value of the bike and what bike infrastructure can provide for the community,
And that was the same for them. So at the beginning, their crowdfunding, of course, was going very, very slow. And then as it approached the summer, and then people started realizing, it's like, well, you know, pump track is actually not such a bad thing. It allows the kids to be outside. It allows other people to be outside, to be active, to have an outside space where they can meet, where they can have a good time. And that actually led to quite a bit of momentum in terms of the crowdfunding. Of course, they had some additional support throughout the summer, but in the end, it all worked out very well for them. And I think the positive value of the pump track was made more clear through the pandemic than it would have probably been as a standalone project in, let's say, normal times. I noticed this pump track is branded with the Velo Solutions stripe, but in this case, it's yellow, which I find particularly nice. Do you think it'll have a championship held at this location? Well, yeah, why not? I mean, there's a number of plans to make use of this pump track, and you know, of course, as soon as events are possible again, then certain events are definitely on the menu. Stuff we talked about that they have planned are courses. So they actually interesting. They also talked to Anna Newkirk that we had on a couple of episodes ago. And she's starting to teach kids on the pump track, but also in the surrounding on the surrounding trails. So basic mountain bike skills. And there is more things planned along those lines. You know, they're thinking about basic maintenance courses. They're thinking about having seasonal themed challenges on the pump track, etc., to actually make use of the pump track even more, and of course to somehow bring the funds back in to pay for the maintenance of the track that is still required now that it's finished. Yeah, with all their ridership that they'll be receiving, I'm sure they're not going to have a hard time getting funding or support to continue its legacy. Actually, maybe you can touch on a bit about how the reception was in Muttenz. Yeah, I mean the reception was very, very positive. Of course, I had to touch on you know, the conversation we had with Robin, which had launched a trail project not too far away from that pump track, where they installed a trail traffic measurement system. And I was wondering if they had to do the same on the pump track, which is obviously a little bit more challenging, because, you know, basically measuring how people are going in circles. But the interesting thing is that that you know, it's visually very clear how much the pump track is being used. And, you know, they live in a spot that is relatively close, not next to it, but relatively close to the pump track, and kind of at the main traffic routes towards the pump track. And then they observe from their window, you know, the kids that are coming down the street with their scooters and their BMXs and their dirt jumpers, and you know, just looking at them, and they're like, ah, I know where you're going. And yeah, so, I mean, the pump track turns out to be very, very popular, you know, from kids from relatively young age that come out with scooters. Now after Christmas, they noted that there's quite a few that have shiny new BMXs and dirt jumpers. There's skateboarders, but there's also, Debbie was telling the story of a bike messenger that on his way to work every morning, he does a couple of laps on his fixie on the pump track. And I thought it was a very powerful message, also echoing what we talked about with Lucy, who said that you know, people are challenging biking as a hobby and the pump track and disciplines like that because it's expensive, you need to have a bike, etc. But I think the key takeaway is that, you know, if you want to try it, you don't have to have an expensive bike, you don't need to have a dedicated tool to get on the pump track. You know, you just run what you brung,
You just show up and try to have a good time. And if that's a fixie, then that's fine. That'll work. If it's a skateboard, that's also fine. And or if it's a scooter, that's also fine. And especially with this particular pump track, that's an asphalt one. Gives a little bit more flexibility in terms of the all-weather proofness, so to speak. And also opens the track up to many more users than a pure dirt pump track would. I guess we should find ourselves riding it sooner or later. Oh yeah, no, absolutely. I mean, of course, I spent quite a bit of time in the region, and I would think that we should make a trip out there relatively soon to look at the yellow stripes rather than always the red stripes that we have around here. Another thought occurred to me: instead of using the common trail tracking tool that Robin described, rather they could install like a sound sensor. And so it's basically whenever there's some laughing and maybe crying or like the air swooshing by, the sound sensor captures that, then it knows that there's usage. And rather than the amount of people using it, it just knows that it's being heavily used or lightly used based on the intensity or maybe or the type of sound you hear at which part of the day. I guess one also an interesting kind of a positive story also coming out of the the pump track is the that there's the swimming pool. The swimming pool also has a cafe that's right next to it. And what the pump track has allowed that cafe is to open up as a takeaway now during the relatively extended lockdown period, and they can actually open up and provide drinks and food for and snacks for the users of the pump track. They they fed the workers when they were building the pump track during the fall and late in the summer last year, and. So I think that was a very positive story in all this all this negativity that is around the current pandemic. So what's next for the Association of Pump Track Muttons? Are they thinking about building another pump track on the other side of town, maybe? That's an interesting question. I mean, I asked a similar one, and more along the lines of what would you do different? And they both were, without a doubt, they were like, well, think bigger. We should have done it much, much bigger. We should have had a lot more confidence to go for the full size that we originally wanted. But we were thinking about, that's a lot of money. We're not quite sure if we can get it. And so they went with the smaller version. But also an interesting thing that Debbie mentioned is that what helped them a lot also is that they reached out to other pump track projects relatively early on. They were not the first one in the region, but definitely one of the first. And they had also Velo Solutions pump track relatively close by, and they reached out to them very early on, and they gave them a lot of helpful tips and insights and guidance in terms of the legal structure, who they should be working with, who they need to consult and what are the typical problems, etc. And that's also something of a role they see themselves in now themselves, is kind of consulting on other projects that are coming up in the region. And I mean, there is, as you said earlier, there is pump tracks going up left, right and center at the minute. And all these guys, they need tips, they need help, they need guidance in terms of what are the best ways to tackle certain issues, right? So we talked about the location of pump tracks. That's something where you can bury a project from the beginning, as we saw here in our own village, and also in terms of the financing. What are the best strategies and the best platforms to launch, let's say, crowdfunding or
or any other support support systems and support structures that you can put in place for a project like that. Yeah, so I guess instead of a village raising a child, it's more like a region raising a association or a club, a pump track club. Oh, yeah, absolutely. I mean, again, you know, that's the beauty of these projects, and that's also something that both of them said, is like that what they're most proud of is that that they, you know, they all came together, they had this vision of this pump track, and they wanted to create something for their kids and have something you know, that they can look back on and say like, well let's look at this, we've created this for our village, and this you know, this sense of community and serving the community resonates very strongly with both of them. And I think it's a very you know, it's a very nice and positive thing to do for a local community, to give them something where they can meet, where they can be social, where they can have fun, and then where they can also be active and enjoy themselves. It's definitely an honorable gesture. Okay, I guess, you know, with that, I think we've covered the main part of the conversation with Debbie and Philip. You know, if you guys do understand Swiss German, then you can just skip forward, listen to the full interview. If you don't understand Swiss German, then I hope we could give you a little bit of insight on what was being discussed. And with that, we close this part of the conversation and say until next time, guys. Adios. See ya. Ja, also jetzt, nachdem wir doch schon einige Male über das Thema Pump Tracks geredet haben, ich erinnere mich zurück an die Episode 5 mit der Lucy Jago, die sogar ihre Bachelorarbeit über Pump Tracks geschrieben hat. Habe ich jetzt die grosse Ehre, mich mit jemandem zu unterhalten, wo sogar ein eigenes Pump Track Projekt aufgezogen hat. Philipp und Debbie, es freut mich, dass ihr euch Zeit nehmt für so. Freut uns auch. Sind wir da, ja. Danke für die Anfrage. Ja. Du, ich glaube, so als allererstes vielleicht zu mich reinkommen. Und ihr könntet beschreiben, wie es überhaupt zur Idee gekommen ist, einen Pumptrack aufzuziehen, in Muttenz, ganz genau, also außerhalb von Basel, meiner Heimat, unserer Heimat. Sehr nah bei Basel, sehr nah beim Jockeli, unserer zweiten Heimat. Hey, eben, der Anfang von dieser Idee ist extrem unspektakulär. Es war einfach gesehen, dass ich eines Tages gefunden habe, es wäre cool, irgendetwas zu haben für die Kinder, wo sie Sport machen können und wo gratis ist und wo sie draußen sein können und sich irgendwie zusammenfinden. Und es ist ja so ein jetzt als Thema und so ein modern mit diesen Pumptracks. Und da unser Sohn halt auch sehr gern Velo fährt und auf Pumptracks fährt, habe ich gefunden, hey, komm, wir probieren es einfach mal, hier in Muttenz einen Pumptrack zu bauen. Und ich habe dann der Philipp gefragt und ein paar Kollegen, ob sie Lust hätten, mir zu helfen, das Projekt in Angriff zu nehmen. Okay. Was, aber wie habt ihr das angefangen? Eben, wie gesagt, ihr habt euch mit Freunden zusammengeschlossen. Aber eben, es ist doch die eine oder andere Hürde, die so einem Projekt im Weg steht. Man braucht ein bisschen Land, man braucht ein bisschen Finanzierung. Wie sind ihr das angegangen? Also, wir haben ziemlich früh haben natürlich mit der Gemeinde schon Kontakte aufgenommen und gesagt, wir hätten die Idee, wir würden das gerne machen. Und die sind dann relativ offen gewesen und haben, also sie haben von Anfang an klar gemacht, dass sie uns bei der Finanzierung nicht helfen können, aber wir könnten das sehr gerne machen, und sie haben dann auch uns geholfen beim Suchen vom Land. Und es ist einfach von Anfang an klar gewesen, dass es dort wird sein, wo noch jetzt auch steht, also neben dem Hallenbad. Und am Beachvolleyballfeld. Und wir haben dann, ja, auch gemerkt, dass es einerseits von der Zone her ist das überhaupt gegangen und dass es auch eine spannende Ecke werden könnte, was den Sport anbelangt. Oder Hallenbad, Beachvolleyballfeld, also das ist noch ein Pumptrack. Also das hat irgendwie gepasst und wir haben dann noch müssen ein bisschen verhandeln mit dem Bauer, der auch das anliegende Land gepachtet hat, dass man dort überhaupt genug Breite hinbekommen, dass man zwei Kurven nebeneinander aufstellen kann. Also so, da sind wir aber schon ziemlich in der Detailplanung. Ja, also eine Hürde ist natürlich auch gesehen, die Gemeinde hat uns zuerst
gesagt hat, dass wir ein relativ grosses Land können haben. Dort war aber wirklich der Bauer drauf gewesen. Und der hat dann halt gefunden, so viel kann er und mag er nicht abgeben. Und wir sind dort schon relativ, doch, wir sind dort schon im Gespräch mit VeloSolutions, weil für uns klar war, dass VeloSolutions wird für uns den Pumptrack bauen. Und ich hatte da auch wirklich guten Kontakt gehabt und ich habe dann gesagt, hey, look, es wird nur so ein kleiner Teil, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, wir lassen es einfach, weil es bringt nichts. Und dann sind sie aber hier angekommen und sind mit mir und dem Bauer vor Ort gewesen und wir haben es dann zusammen anschauen, dass wir wirklich noch ein Stück gefunden haben. Was sie gefunden haben, hey, da kann man doch noch irgendetwas Cooles daraus bauen. Also dank VeloSolutions, muss ich ja sagen, steht jetzt der, weil ich hatte dort dann aufgegeben, weil ich gefunden habe, hey, ja, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt haben wir viel zu wenig Land und der Bauer will nicht, aber sie haben dann gut können kommunizieren und es hat dann geklappt. Okay, aber eben, ich meine, gut, VeloSolutions ist natürlich, sag jetzt mal, wenn es um Pumptracks geht, eine von den grossen Brands in Anführungs- und Schlusszeichen. Und haben natürlich da mega Erfahrungen, ich glaube, schweizweit, wenn nicht sogar international. Aber wir haben da sonst auch noch mit anderen Projekten zusammengeschlossen und austauscht, zum sag jetzt mal, da ein bisschen mehr Einblick zu kriegen, was da so die üblichen Herausforderungen sind. Also eine der Herausforderungen war auch, oder, wo wir das Land gefunden haben, oder das so ein bisschen eingrenzt haben, wo das sein könnte. Das ist ja dann, wenn man dann mal erfährt, was das kostet pro Quadratmeter, muss man natürlich auch sicher sein, dass man es schafft, das Geld aufzubringen für das Stück Land, also dass das dann eh zusammen funktioniert, dass das nicht irgendwie das Land viel zu groß ist und man nachher das Geld nicht zusammenbringt, um überhaupt einen Pumptrack zu bauen. Also so ein, das ist wie so eine Frage, die wir uns am Anfang auch noch gestellt haben. Ja, da ist man auch ein bisschen unsicher, weil es ist ja der erste Pumptrack, den wir gebaut haben, also keine Erfahrung eigentlich mit dem auch. Und was eigentlich noch sehr interessant war und hilfreich, also wir sind sehr früh auch auf Instagram, also Social Media unterwegs gewesen und sind dann eigentlich relativ schnell auch mit anderen Projekten, also zum Beispiel Pumptrack Urnash, sind wir so in Kontakt gekommen und haben uns dort, die sind schon ein bisschen weiter gewesen. Und haben jetzt schon auch das eine oder andere noch eine Lehre von denen. Und gleich ist es eigentlich auch nachher gegangen bei uns, dass sich andere gemeldet haben, also zum Beispiel von Liestl, was sie einmal realisieren. Also das wird so ein bisschen Wissen und Erfahrung auch weitergehen. Ich habe auch schon, bevor wir wirklich konkret geworden sind mit Ideen, habe ich mit dem Verantwortlichen von Pumptrack Gempen Kontakt aufgenommen. Und da hat mir wirklich auch gesagt, hey, gründet einen Verein, macht das Crowdfunding, nehmt VeloSolutions, redet mit den Anwohnern. Also da hat mir wirklich so einen Schritt können zeigen, was man muss machen. Also das war extrem wertvoll gewesen. Auch ihn haben wir dann auch bei der Anwohnerinformation, die wir gemacht haben. Und das war auch sehr hilfreich für uns als Unterstützung. Obwohl es ist natürlich schwierig, den Anwohnern das zu vermitteln, dass jetzt das toll ist. Etwas Tolles ist und kein Lärm macht und so, aber es ist wichtig, die Erfahrung auch dort einzubringen. Also, weil uns haben wir auch angemerkt, dass wir das zum ersten Mal machen, obwohl wir mit voller Überzeugung natürlich dahinter gestanden sind, aber wir haben sie selber auch nicht so genau gewusst, wie es dann rauskommt. Das ist, weiss man ja nie. Also eine riesengroße Hürde, die wir jetzt nicht hatten, wenn du gerade von den Anwohnern schwätzt, ist, wir hätten durch das, dass die Gemeinde die Finanzierung nicht hat können übernehmen und durch das, der Track doch zu weit weg ist von den nächsten Anwohnern, haben wir keine Einsprüche können haben. Also sobald wir das Geld hatten, haben wir können bauen. Es hat keine Gemeindeversammlung müssen geben oder irgendwas. Ja, aber das ist, ich weiss, bei uns im Dorf besteht das Thema Pumptrack auch im Raum. Und eben bei uns ist ein grosses Thema eben natürlich die Anwohner. Man hat hier zuerst in einem ersten Schritt mit einem mobilen Pumptrack hantiert, der sehr, sehr gut angekommen ist. Aber leider halt für die Anwohner nicht gerade die tollste Erfahrung war. Und eben, wir sind jetzt auch so an der, also ich bin selber nicht direkt involviert, aber im Moment steht die Diskussion eben halt, wie ihr auch mit eurem Projekt ein bisschen außerhalb vom Dorf. Wo die Anwohnerproblematik jetzt nicht so mega gross ist, dort etwas zu realisieren. Ja, also an und für sich sind wir schon mitten im Dorf, aber er ist halt nicht gerade... Er ist schon am Rand vom Wohngebiet eigentlich. Ja. Genau, also ich mag mich erinnern an meine Jugend im Hallenbad in Muttenz. es ist ja gut gelegen, sage ich jetzt mal so.
Ja, es ist gut gelegen. Ja, das war auch ein Thema gewesen, oder? Wenn man es vielleicht im Industriequartier macht, aber dann, wenn man sich halt auch unterhaltet mit Leuten, die halt mit Jugendlichen arbeiten, das ist dann auch nicht unbedingt die Lösung. Am Schluss gibt es so eine Ecke, wo alle rumhängen oder wo dann halt auch kleinere Kinder sich nicht getrauen, alleine anzugehen. Aber es ist nie ein Thema gewesen, weil sie haben uns gar nie einen Ort gegeben im Industriequartier. Nein, aber am Anfang haben wir die Diskussion geführt, wo ist der richtige Standort. Ja gut, klar, eben, es ist ja primär, eben, wie du es selber gesagt hast, ist ein Ort für Zusammenkunft und eben, wo junge Kinder, junge Erwachsene können sich treffen und Spass haben, Sport treiben. Und eben, dann willst du das nicht unbedingt irgendwie gerade in der Zufahrt von einer Autobahn neben einer Kehrichtverbrennung, wo irgendwie noch riesen Lastwagen durchfahren. Also mehr als Eltern, ja, willst du nicht, dass deine Kinder dort alleine hingehen und die ganze Zeit dort in den Abgas rumstehen, willst du jetzt auch nicht unbedingt. Genau. Okay. Yeah. Eben, was dann zur Umsetzung gegangen ist, wir haben da mit jemandem geschafft, wo du natürlich schon sehr breite Erfahrung hast mit Pumptracks. Ist das dann einigermaßen plangemäß gegangen oder hat es noch irgendwie grosse Herausforderungen und Überraschungen gegeben? Also die Zusammenarbeit mit VeloSolutions habe ich extrem angenehm gefunden. Und sie sind auch immer wieder gekommen und haben gefragt, ob von uns die Pläne so in Ordnung sind. Und dann eben der Philipp, der ein bisschen draussen im Biken und der Kollege noch, die haben dann schon gedacht, dort wäre noch cool das oder dort wäre noch cool das. Und das haben wir immer einbringen können. Also das war total gut gewesen und dort haben sie ja wirklich super geschafft. Das ist dann beim Bau selber ist ein bisschen... Ja, aber ich glaube, das ist bei jedem Bau, oder? Auch wenn du ein Haus baust, ist dann halt ein bisschen... Ja, dann können wir noch irgendwie kubikmeterweise irgendwelche Armierungseisen aus dem Boden, wo irgendjemand mal dort vergraben haben und so Sachen. Also das braucht dann halt immer ein bisschen mehr Zeit und das muss dann entsorgt werden etc. Also das ist natürlich all die Überraschungen, die im Boden noch stecken. Ja, aber rein von den Dingen her ist es total lässig gesehen und es ist ja krass, ich hätte das auch nie gedacht. Also wo die haben verbauen, innerhalb von 2 Wochen ist er da gestanden und hast können fahren. Oh wow, ja, das ist schnell. Also das ist wirklich cool. Und was total cool war, ist, wir haben ja auch durch eine Stiftung hat uns unterstützt, weil wir gesagt haben, wir würden gerne die Begrünung mit den Kindern machen, hier im Dorf. Weil dann haben die Kinder auch ein bisschen Bezug und geben dann vielleicht eher Sorge. Und das ist dann auch cool gewesen. Dann haben wir 2 Morgen haben wir mit mit einer Schulklasse und den anderen Tag mit der anderen haben wir können Begrünung machen. Ja. Und VeloSolutions hat nebendran teert, ich glaube, die sind am Teeren gesehen und die Kinder haben begrünt. Und das war auch mega lässig gewesen und für die Kinder auch eine super Erfahrung. Ja. Oh ja, auf jeden Fall. Und eben, wie du selber sagst, das ist eben so eine, wenn sie selber ein bisschen investiert sind, dann geben sie meistens ein bisschen mehr Sorge zu dem Ganzen. Genau, also das ist, ja. Darum haben wir das Crowdfunding noch gemacht. Das war auch so eine Idee gewesen, dass jedem ein bisschen gehört, der dort mitgemacht hat. Und ich glaube, das hat auch extrem viel gebracht, dass solche die Identifikation und mit dem Ort, dass jedes Gefühl hat, er hat die Autra zahlt und schaut dann, dass irgendwie nicht überall Abfall rumliegt und so und dass es halt funktioniert am Schluss. Das ist uns von Anfang an eigentlich ganz wichtig gewesen, dass wir dort drauf schauen. Und ja, und das war spannend gewesen. Beim Crowdfunding haben wirklich auch sehr viel von den umliegenden Gemeinden mitgeholfen, finanzieren. Also fast mehr als jetzt so Mutten selber. Ah, okay, das ist ja noch spannend. Aber eben allgemein, Crowdfunding ist eine sehr positive Erfahrung gewesen, oder? Es hat ein bisschen ungünstig gestartet. Also wir sind gerade eigentlich beim ersten Lockdown haben wir den Start gehabt vom Crowdfunding. Oder? Ja. Und dann ist es zuerst mal ein bisschen losgegangen und dann ist es ein bisschen nicht mehr. Und dann haben wir schon, das ist eben einer von den Momenten gewesen, wo wir eben der wird vorher schon erwähnt, wo wir gesagt haben, okay, das, wahrscheinlich schaffen wir es nicht, also, weil es ist einfach nicht gegangen. Aber dann, wir haben dann noch eben Lösungen gefunden mit I Believe in You, dass man es auch noch ein bisschen verlängern kann, wegen dem Lockdown etc. Am Schluss hat dann alles wunderbar hingehauen, aber es war schon ein Nervenkitzel gewesen, also. Ja, und ich glaube, es ist dann gerade noch... Also für mich persönlich ist es gerade gut gewesen. Ich konnte dort mich extrem eingehen und in Zeit investieren. Es ist ja eben durch den Lockdown ist alles sehr unsicher gewesen und du hast nicht gewusst, wo führt diese Welt an. Und wir haben etwas machen können. Also wir haben ein Ziel gehabt, wir haben gewusst, hey, da wird etwas entstehen für Kinder. Und die werden dort fahren können. Und ich glaube,
so gegen den Schluss sind viele auch wieder aufgesprungen, weil sie gefunden haben, hey, das ist mega cool, weil wir wissen ja wirklich nicht, wie geht es jetzt weiter, können sie in die Schule, können sie ins Hobby, aber dort könnten sie dann ane. Dort haben wir ja noch gemeint, nach dem ersten Lockdown ist fertig. Das geht dann alles wieder gut. Ist dann alles wieder, was es ist wirklich auch, auch wieder mit Hoffnung, es ist auch mit Hoffnung verbunden gewesen, auch von Eltern, die gesagt haben, das haben die Kinder etwas Tolles und so. Und ja, und ich glaube auch der Fokus, du hast den Fokus können auf etwas Schönes richten. Ja. Also wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen in die Richtung. Das cool, dass sie es trotzdem machen und so. Also es hat schon viel gebraucht in dem Moment, aber eben, wie man am Schluss sieht, jeden Tag, wenn man irgendwie mal vorbeifährt, sieht man, es hat extrem viele Leute, die es nutzen und das ist dann auch... Also auch gerade jetzt wieder, in der Pandemie, die wir haben, ist das jetzt gerade bei uns das Einzige, was halt noch oft war. Und da sind so viele froh, dass sie dort hingehen konnten. Also so viele Eltern sind froh, dass die Kinder noch ein bisschen Sport können machen können. Eben allgemein, ich denke, es ist, man kann es eben einfach verfolgen mittlerweile auf sozialen Medien, sei das Instagram oder sonst wo. Man sieht ja den Erfolg praktisch 1:1 von den Pump Tracks. Also ich habe glaube noch keinen einzigen Pump Track gesehen, der noch halt nicht besucht war oder irgendwie leer ist. Was sind da die für euch jetzt so die Haupt-Highlights gesehen nach der Öffnung? Selber gefahren. Ganz uneigennützig. Ganz das ist eben schön. Also das ist auch eine lustige Geschichte. Also unser Vorstand, die Leute, die wir zusammen drummeln haben, jeder hat es aus einem anderen Grund gemacht. Ein bisschen eigennützig oder für seine eigenen Kinder oder einfach, dass es in Muttens einen Ort gibt, wo man sich treffen kann. Also das ist echt total spannend, auch jetzt im Nachhinein, wenn man das merkt, gewisse Leute trifft man dort und beim Fahren und andere eben mehr beim Schwätzen. Ja. So, also das ist eigentlich toll. Aber ja, sonst ist einfach, was toll ist, einfach immer wieder die Kids zu sehen, die auch extreme Fortschritte machen und Tricks üben und sich gegenseitig herausfordern. Oder, also sich das vor allem auch wirklich Mädchen und Buben, also nicht nur, jetzt ist nicht nur ein Bubending, also das ist noch erstaunlich. Ja, es ist extrem, was dort läuft. Also auch wenn sie wieder mal eine neue Ecke herausfinden, wo man noch einen Trick machen oder so, dann etabliert sich das so und am Schluss, also es ist wirklich wie der Pumptrack so entdeckt und genutzt wird, das ist eigentlich mega schön. Also was ich fast am schönsten finde, ist so, es ist innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit schon der Treffpunkt gewesen. Hey, heutzutage treffen wir uns beim Pumptrack. Okay. Also eigentlich schon nach 1-2 Monaten. Sehr schnell, ja. Ja. Und du siehst eben, du siehst immer wieder so die gleichen dort und du kannst wirklich auch den Fortschritt sehen von denen. Und das ist total schön. Und jetzt ist halt eben schön, wenn du jetzt irgendwie kannst sagen, zu oben nach der Nacht, gehst halt jetzt einfach nochmal. Lustig ist ja, wir wohnen nicht so weit weg. Und dann sieht man immer so Grüppel mit irgendwie mit Scooter oder BMX durchfahren und weiß genau, wo sie hingehen. Das ist eigentlich noch cool, weil sie gehen ganz genau, die trifft man nachher dort an. Okay. Ja. Aber die Hauptbenutzer sind schon Bikes oder sind es auch, sag jetzt mal, Trotti, Scooters, ja. Ja gut, das ist nicht mit der Abstand. Altersbedingt wahrscheinlich, oder? Genau. Also das hat auch jeder. Also das ist, ich meine, eben ein Dirtbike, das muss man sich dann schon auf die Weihnacht wünschen von der ganzen Verwandtschaft. Ja gut, also wenn wir das von der Lucy gelernt haben, die mit Gorilla die Pumptrack begleitet, das ist etwas, wo vielmals irgendwie erwähnt wird als Gegenargument, es ist alles so teuer und man braucht ein Bike und so. Und sie hat gefunden, sie hat schon einen Einsteigerkurs gemacht mit Citybikes. Also da ist einer mit dem Rennvelo schon gekommen und das hat genau gleich gut funktioniert. Also ich habe einen gesehen, einen Velokurier. Ich bin am Morgen mal da gewesen, ist ein Velokurier durchgekommen mit wirklich, wie heissen die, wo nicht schalten kann und nichts. Ja, so eine Fixie. Ein Fixie, und er hat gesagt, jedes Mal, wenn er da durchfährt, muss er 2-3 Runden fahren mit seinem Fixie. Ist das super, ja. Und auch der hat es können. Also jetzt sind wir aber auch Gravelbikes, alles mögliche, also Rennvelos. Ich glaube, es ist eh, und mit dem Trotti fahrst halt, wie das kannst. Klar.
Ja, ja. Also, ja, aber ja. Man hat zum Beispiel nach Weihnacht, das ist auffällig gesehen, wie viele glänzige BMX rumgefahren sind zum Beispiel. Das ist unglaublich. Du müsstest jetzt eigentlich einen Bike-Shop aufmachen, aber jetzt nur noch Dirt, ja, Dirtbikes schon, ja. Und BMX und Trottis verkauft. Genau. Das ist so. Also was ja auch mega schön ist, wir haben ja beim Hallenbad hat es ja noch das Käfeli-Hallenbad und die hat ja jetzt eben Restaurant ja bekanntlicherweise zu. Und sie hat gesagt, sie kann aufmachen und Takeaway machen, einfach wegen dem Pumptrack. Okay. Weil die Leute vom Pumptrack kommen bei ihr ein Zeug holen und sie ist auch mega froh drum. Und das ist für mich dann auch mega schön, weil ich habe sie dann auch lieb gewonnen. Sie hat uns auch gesponsert und so. Und dass sie jetzt ein paar Leute hat durch den Pumptrack, finde ich auch total schön. Also sie hat gekocht für die Velosolutions. Für Velosolutions während der Zeit, die sie gebaut haben. Das ist eigentlich ihre Unterstützung. Okay. Ja. Ja, das ist jetzt toll. Jetzt ergänzt sich das auch gegenseitig. Also ist auch, wenn man mal Durst hat oder ein Glas will essen und so, dann eben, es ist von dem auch eine gute Art, weil es fehlt halt oft ein bisschen am Pumptrack. Ja. Wir sind oft vom Camping gesehen, das ist natürlich ein super toller Pumptrack, aber es ist halt wie... nicht viel anderes ringsum. Man kann nicht schnell einkehren oder so. Aber also was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, was ich eigentlich sagen kann, was aller schönste war jetzt an diesem ganzen Pumptrack-Ding, ist, dass es eigentlich, du kannst sagen, 6 Leute haben es geschafft, so einen Track anzustellen. Und das finde ich total schön, jetzt auch, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen spirituell oder so, nein, aber auch den Kindern mitzugeben, hey, wenn du willst, du schaffst es. Also wir haben das wollen und wir haben mit unserem Vorstand wirklich alles gegeben und jetzt steht das Ding. Es braucht einfach eine Präsidentin, die vorwärts macht. Die haben wir gehabt. Haben die noch mal Glück gehabt. Nein, aber das ist doch mega schön. Also weißt, ja. Einfach auch die Messaging überzugehen. Und das sind auch so die Rückmeldungen von vielen, die sagen, hey, sie finden es so cool, es ist nicht etwas vom Kanton gesteuert oder von der Gemeinde, sondern von privaten Leuten, die jetzt in erster Linie nichts mit dem Bikesport am Hut haben. Sondern einfach etwas machen wollen von Kindern. Ja. Ja, das macht einem auch ein bisschen Lust, wieder mal etwas zu machen. Ja. Wir wissen noch nicht genau, was. Aber eben, wenn du noch mal etwas lanciert, was würdet ihr beim nächsten Pumptrack noch anders machen? Ja, er müsste einfach grösser sein, oder? Ja, viel grösser. Er müsste einfach grösser sein. Und vielleicht noch irgendeine Skate-Anlage nebendran oder so. Genau. Hey, aber ganz ehrlich, nichts, oder? Ja, jetzt rein vom Vorgehen her, eigentlich wenig. Also, es ist echt sehr gut gelaufen. Also wir haben es ja innerhalb von einem Jahr, haben wir das an. Ja, nicht einmal. Ja. Also angefangen gross mit Sponsorensuche haben wir im Dezember 19 und September 20 ist ja dann gestanden. Okay. Nein, wirklich grösser würde man machen. Also man würde vielleicht würde man es noch in mehr zumuten, was das Zusammenbringen von finanziellen Mitteln anbelangt. Oder das ist man, haben wir nicht gewusst, schaffen wir das? Das sind doch weit über 100'000 Franken gesehen, schaffen wir das einfach so zusammenzubringen. Ja. Und mittlerweile würden wir es vielleicht ein bisschen mutiger noch. Ja, okay. Aber man kann ja auch abbauen. Genau. Sag das jetzt. Genau. Das Skatepark Muttens, oder? Genau, ja. Gut. Wir haben hier in Zürich, da gerade im Seal City, das ist bei uns gegenüber am Berg, sage ich jetzt mal. Dort haben wir auch einen Skatepark mit einer grossen Skateanlage, mit Bowls, mit Pipes, mit all dem. Und natürlich eben der Jump Park, wo ein grosses Magnet ist und auch ein grosser Pumptrack dort. Also das ist ein rechter Komplex mittlerweile. Aber es ist dort im Seal City, dort hat es ringsum auch nicht wahnsinnig viel mehr. Also von dem her ist es ein bisschen einfacher. Ja, bei uns ist es eher utopisch. Ja, das ist doch ein bisschen anders. Also eben in Basel ist natürlich die Rennsporthalle, aber die ist natürlich ganz auf der anderen Seite. Und Pumptrack hat eine ganz kleine Nummer in Basel. Und eben, es ist am Schluss fährt man immer auf den Campen rauf. Und das hat uns dann wirklich dazu bewogen, etwas selber zu machen. Aber mittlerweile sind ja x Projekte. Also Ettingen ist geplant, Liestal ist noch nicht ganz weit, aber ich glaube, es geht auch vorwärts. Herwil ist gerade auch noch etwas. Genau, Allesheim ist ein neuer. Also das ist, die schiessen wie Pilze aus dem Boden. Ja, eben, also wie gesagt, das ist ja nicht Neues. Es ist, aber eben, es bringt so die gute Kombination von, sag ich mal, sozialem Treffpunkt. Es ist, sag ich mal, eine sportliche Aktivität.
Es ist etwas, was alle können machen können mit relativ tiefen Hürden, sage ich jetzt mal. Und ja, also von dem her ist es eigentlich keine grosse Überraschung, dass das gut ankommt. Vielleicht noch zum Abschluss, was ist die Zukunft von Pump Track Muttons? Was haben wir da noch geplant? Aber jetzt haben wir ja, weil du ja oder dir ja auch schon gehabt habt. Juhu, wir haben mega Freude. Anna Newkirk wird für uns Training geben. Sehr cool. Und haben eine riesen Freude. Ja. Es ist ja nicht ein unbeschriebenes Blatt. Und ich glaube, da werden unsere Kids recht dran kommen im Training. Und ein paar Sachen können lernen. Und sie wird jetzt im April schon Schnuppertrainings mal anbieten. Und dann ist wirklich das Ziel, dass wir ein regelmäßiges Training so alle zwei Wochen können anbieten für unsere Mitglieder. Okay. Also für die Kinder. Ja. Obwohl, ich glaube, die Erwachsenen würden auch sehr gerne, aber jetzt machen wir mal die Kinder zuerst. Okay, sehr gut. Genau, also wir haben eigentlich wie von Anfang an gesagt, dass man das wirklich nicht nur beim Pumptrack möchte los, sondern auch im Verein, wenn er so etwas bietet, dass Mitglieder nicht nur jedes Jahr ihren Beitrag zahlen, um eben den Unterhalt und Versicherungen und so zahlen, sondern dass es wirklich ein bisschen Action gibt und dass man etwas lernen kann und so. Und eben, man werden sich auch mal noch irgendwie einen Scooterkurs, einen Skatekurs oder vielleicht auch mal einen Reparaturkurs oder einfach ganz verschiedene Zeug haben wir vor. Wir haben jetzt leider noch nicht so viel können umsetzen. Nein, leider nicht. Aber Halloween fahren, Nicki Nacki fahren, genau. Ist halt alles in die Hose. Klar. Ja, ist jetzt nicht machbar gewesen, aber das Training, Sport dürfen genau. Wir ja jetzt. Und also das ist schon so ein bisschen das Ziel, dass wir so ein bisschen eine Community aufbauen können. Mhm. Leute sich dann doch noch mehr können identifizieren mit unserem Verein. Ja, ich bin also gespannt, was da noch alles kommt. Also eben, es bietet ja eigentlich eine gute Plattform, zum noch einiges machen. Eben, ihr sagt es selber, sei das Verein, Kürsli, man könnte Pumptrack-Fest, weiß ich was. Was es für Möglichkeiten gibt, wenn dann die Sachen wieder möglich sind. Und es ist halt auch, also, eben, weil wir haben ja wirklich vor der Haustür mega coole Trails. Und es gibt halt hier in der Gegend überhaupt keinen Verein, der Biketraining anbietet. Darum war das schon auch das Ziel gewesen und jetzt haben wir das. Okay. Genau, also dann wird es Pumptrack, aber auch Trails, also auf den Trails Training anbietet. Also wirklich Mountainbike-Kurs. Also dass wir dort auch ein bisschen weitergehen als nur mit dem Pumptrack, ja. Weil ja, wär schade. Ja klar, ich meine, vor allem wenn man dort, also eben gerade wo ihr wohnt, hat es ja doch einiges an Infrastruktur. Zum Biken. Genau. Ist das sehr naheliegend. Ja, und wie viele sind ihr auf dem Pumptrack unterwegs? Philipp, ich habe gehört, du fährst jeden Morgen vor dem Arbeiten schnell durch. Nein, nicht jeden Morgen. Also morgen zum Beispiel. Ja, also etwa unter der Woche sicher einmal am Morgen. So ein bisschen Frühsport vor dem Arbeiten. Nein, mit Kollegen, so, wer gerade Zeit hat, ein bisschen fahren und am Wochenende dürfte man mit dem Skate ein bisschen Runden machen, wenn es nicht so viele Kids mit Trottinetz hat. Und ich bin einmal in der Woche dort und lese den Abfall auf. Ja gut, das braucht es leider auch. Braucht es leider auch. Nein, ich bin ja wirklich nicht am Fahren. Ich bin nur am Schauen. Ja, halt vielleicht eben, das ist schon die nächste Idee für das Vereinsleben, oder? Wenn wir irgendwie so einen Abfallwettbewerb machen, oder? Wer am meisten Abfall einsammelt, der. Das T-Shirt. Nur einen halben Mitgliederbeitrag zahlen. Nein, wie meine sagen, es ist ja nicht so dramatisch, aber man muss halt trotzdem ein bisschen schauen. Ja, es hat ein paar Leute, die es einfach von sich aus auflesen und auch Kinder, die zum Teil dann sammeln, weil sie auch nicht wollen, dass ihre schöne Pumptrack dreckig ist. Und die neuen glänzigen Bikes. Ja, genau. Ja, und unsere Kinder, also der Sohn ist vielleicht auch so einmal in der Woche drauf, ein, zwei Mal und doch, da geht denn, wenn die anderen Mädels dort sind und sie können dort ein bisschen Spass haben zusammen. Sehr gut. Ja, musst du mal kommen. Ja, absolut. Unbedingt. Also das nächste Mal, der Sohnemann, der hat vorher noch gefragt, mit wem ich jetzt heute schon wieder am Aufnehmen bin. Schon wieder, gell? Und dann habe ich gesagt, ja, Pumptrack in Wutten, zum nächsten Mal wieder mal zum Nonna gehen, dann müssen wir mal reinschauen. Genau, Abstecher machen. Und hat er gefunden, ja, da ist er dabei. Also von dem her geht das nicht lang. Sehr cool. Schön. Also, vielleicht noch zum Abschluss, wenn wir unsere Hörer noch ein bisschen mehr Info finden zum Pumptrack Muttons, wo finden sie euch? Wir sind auf Instagram, Pumptrack Muttons zu finden oder auf Facebook.
Oder unsere Website. Oder unsere Website, genau. pumptrack-muttens.ch, glaube ich. Ja, genau. Hey, nochmal, es hat mich mega gefreut. Und ja, bis bald wieder. Ja, bis bald.